Guten Morgen. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert, wollte in die Küche gehen, irgendwas gucken. Und dann sehe ich Teddy vor der Flurtür sitzen und dahinter ist Licht und Daniel ist eigentlich gar nicht da. Also der ging gar nicht, ist das Licht immer noch an? Und dann sehe ich da hinten was Rotes sitzen. Er hat Diablo ausgespielt, als er gegangen ist. Oh Mann, wenn ich jetzt nicht hingegangen wäre, wäre er die ganze Zeit noch da. Oh Mann, der kam auch völlig geduckt wieder reingerannt. Oh. Der arme Wuschel. Manometer. Oh, ich trinke jetzt meinen Kaffee und dann schaue den Tag, weil dann ist mich auf dem Weg zum Arzt ein Rezept abholen. Seine üblichen Medikamente. Genau, sein Fuß wird langsam besser. Mal gucken. Wir wollten ansonsten eigentlich was machen, also morgen, wenn er mit seinem Fuß nicht laufen kann, das werden wir morgen beim Einkaufen feststellen, dann verschieben wir das lieber nochmal. Ist ja nichts Problem, läuft ja nicht weg. Er hat auch immer irgendwas, oder? Teddys Foto wird auch langsam besser. Es ist immer noch, aber er hat nicht mehr so Schmerzen. Es ist einfach nur noch nervig für ihn. Es schüttelt immer noch und leckt, aber nicht mehr so doll. Also es wird alles besser hier langsam. Die machen auch schon wieder Quatsch da drüben. Und ich werde immer noch auf eine Mail, wann ich denn anfangen kann mit, also wenn ich meinen Vertrag unterschreiben kann, wann ich denn anfangen kann zu arbeiten und sowas. Das nervt meine Mutter, meine Schöne. Ja, frag doch mal nach, brauche ich nicht nachfragen. Vielleicht warten sie erstmal die Untersuchungsgedönse ab und dann kommt das. Kann ja auch sein. Ist ja eigentlich der richtigere Weg. Mal schauen. Oh, und von diesem Untersuchungsding habe ich auch schon wieder so Bammel, ne? Oh, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Nee. Ah, wird schon gehen. Wird schon werden, wird schon werden. Seit gestern schon denkt, er hat einen Insekt gefunden. Aber das ist einfach nur so ein Blütendings, Krams, Zeugs. Teddy. Das ist nichts zum Fangen. Was machst du denn schon wieder? Ja. Oh nein. Ne? Ist kein Tier. Und hier, ja, sitzt auch jemand und putzt sich. Da geht's mir los. Das ist nix. Das ist wirklich kein Tier. Guck mal, bewegt sich ja nicht mal. Seit gestern Abend sitzt es da. Oder länger schon. Ja. Das. Er juckt sich, ne? Na ja, gut, ich mache mal hier weiter. Ich wusel jetzt herum, aber irgendwie ist mein Kreislauf gerade im Eimer. Ich werde gleich mal Tropfen nehmen. Das ist ständig hin und her rennen vom Zielen. Ich mache gerade in. Ich glaube, was ich im Blog schon erzählt habe. Ich habe es im Schreibtagebuch erzählt. Studio-Vlog, wie es jetzt heißen wird, erzählt, dass ich gerade die Inventur für die Buch Berlin mache. Ich bin noch fast fertig. Ich bin gestern schon fast fertig geworden, tatsächlich. Aber ein bisschen was war noch, oder ist immer noch. Aber mir ist gerade so trieselig. Ich werde das mal Tropfen nehmen und gucken, dass es wieder weggeht. Und gleich 12. Jetzt habe ich immer noch ein bisschen mehr was essen. Ich habe nur eine Mini-Portion Brötchen, der Brötchen mitgebracht. Vielleicht ein Brötchen machen. Und ja, dann mich mal kurz ausruhen, ein Video gucken und dann passt es. Aber ich bin, also ich glaube, die Goodies zu den Büchern habe ich alle gezählt. Da fehlen nur die Sticker, aber die, ne, das ist ja Schmerz. nichts, was ich jetzt irgendwie kaufen muss oder so mehr, weil ich kann die jetzt selber machen. Oder einen Vorrat haben muss oder so. Sonst ist alles gezählt, was schon mal schön ist. Und dann fehlen nur noch, ich glaube auch nur noch ein paar Artikel, die ich noch zählen muss. Was ist denn hier? Ja, die Ostersticker fehlen noch. Generell die Osterartikel. Oh, was ist das? Raus. Sekunde, habe ich vorhin was missgebaut. So, generell was missgebaut. Ich muss das gleich nochmal prüfen. Ich habe nicht eine Osterhasen und Plotbunny verwechselt. Ja, und dann habe ich nur noch die Lesehörnchen-Sache. Und die hatte ich ja tatsächlich. Da muss ich nur im Shop gucken. Da habe ich die richtigen Artikel Anzahl eingetragen. Das heißt, zählen. Muss ich nichts mehr, dann muss ich nur noch gucken, okay, wo muss ich da was produzieren?
auch nicht so viel. Das ist echt nicht viel, was ich da noch machen muss. Komm, das lassen wir auf 2. Das ist ja irre. Das ist ja richtig irre. Also ich habe echt nicht viel zu tun. Wirklich nicht. Das ist so schön. Das ist richtig schön. Ich glaube, so wenig zu tun zum Messer hatte ich noch nie. Toll. Bin quasi jetzt schon fertig, wenn man so will. Oh, sitze ich hier und esse mein Brötchen, ja? Und sehe im Augenwinkel was fliegen, nimmt mir so nah ist draußen. Nein, es ist drin. Und das war eine Wespe. Ich habe schnell gerufen. Da wurde Fanggerät kommen, wobei er schnell ist ja im Moment relativ bei ihm, ne? Aber er hat sie gefangen und ist rausgebracht. Oh. Mir geht es heute irgendwie nicht so doll. Ich habe mich jetzt hier auch hingelegt, will es gleich wieder machen, aber ich wollte wenigstens kurz nochmal was sagen. Ich heute auch keinen Vlog schnell, das ist ja schon 17 Uhr, aber ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann gar nichts. Ich habe zwar vor ein bisschen Inventur weitergemacht und so weiter und für die Messe was geplant, aber jetzt merke ich, das reicht für heute vollkommen, mehr schaffe ich nicht. Das ist einfach so bäh. Kreislaufmäßig, das ist einfach so eklig. Ja, deswegen keine Ahnung, ob ich heute noch einen Vlog schneller. Wahrscheinlich nicht. Ob es morgen was wird, mal schauen. Ich hoffe, wenn nicht, dann ist vielleicht morgen und Sonntag ein Vlog, weil ich habe auch kein Buchvideo. Ich hätte könnte eins schneiden, aber das ist noch aufwendiger als aufwendig. Wäre das Submania-Video. Habe ich jetzt auch keinen Nerv zu. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Was ist denn das jetzt hier mit meinen Haaren? Das nervt ja. So. Unser Staubsauger-Thema geht auch noch weiter. Das ist noch nicht vorbei. Der von Amazon hat sich nämlich nicht gemeldet. Deswegen steht dein Ding jetzt zurück. Zurücknahme wird er morgen veranlassen, weil sonst würde morgen jemand kommen und morgen ist keiner da. Also wird abgeholt dann mit Apple-Auftrag und sowas. Genau, deswegen macht er das morgen für Montag. Hoffen wir, dass jemand kommt. Das ist immer so eine Sache, ne? Und er hat auch schon einen neuen bestellt, aber einen ganz anderen. Keinen von Tineco, sondern... Ich frage mich jetzt nicht, wie das Ding hieß. Irgendwie ganz komischen Namen, den mich eher an Raumfahrt erinnert als alles andere. Frag mich nicht. Genau. Der kommt dann nächste Woche. Irgendwann. Oh, er macht mich fertig mit seinem Ding ins Kirchen. Oh. Ich habe ja auch nie gesagt, wir brauchen das Ding jetzt sofort. Das war ja bloß eine Überlegung, die ich in den Raum geworfen habe. Ja, mal schauen. Genau. Das wollte ich noch kurz angemerkt haben. Das ist irgendwie im Keller verschwunden. Keine Ahnung, was er da schon wieder macht. Ja. Die Karten liegen bei mir im Zimmer. Auf dem Lesesessel, auf dem Schreibtisch, natürlich, wie immer, also wie so oft. Da sieht es auch noch ein bisschen wüst aus. Was heißt ein bisschen wüst? Das ist doch ein paar Boxen liegen da unten noch rum mit meinen. Obwohl. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe das weggeräumt. Seht ihr, ich bin so durch, dass ich vergessen habe, dass ich schon aufgeräumt habe. Mein Schreibtisch sieht ein bisschen wüst aus, aber das ist eine andere Geschichte. Ach, ich habe es doch schon weggeräumt. Ja. So kann es gehen, ne? Das ist dann mein Kopf heute. Schlimm. Ja, und deswegen werde ich mich jetzt hier ein bisschen hinlegen. Hoffen, dass mir gleich irgendwann wieder besser geht. Wobei, es geht schon Stunden so. Hunger habe ich auch nicht wirklich. Ich habe so ein bisschen was gegessen zwar schon, aber... Oh, da kommt Daniel wieder. Ja, aber so richtig Hunger oder so habe ich nicht. So gar nicht. Oh, ja. Lichtverhältnisse. Mir geht es langsam ein bisschen besser. Aber nur langsam. Es ist aber auch schon, keine Ahnung, wie spät es ist. 7:30 durch. Das heißt, ich mache heute nicht mehr wirklich was. Ich gucke jetzt nach Videos und das war's. Ich habe heute keine großartige Muse für irgendwas anderes. Ich werde aber dann morgen sicherlich einen Vlog schnell. Wir wollten morgen ursprünglich was machen, haben beide nicht so die Lust drauf.
Also verschieben wir das Ganze, ist nicht so schlimm. Und ja, und ich darf morgen eine Bestellung packen. Denn die verrückte Lisa hat bei mir bestellt. Die verrückte Lisa. Nein, sie ist nicht verrückt. Sie ist nur wahnsinnig. Aber ich habe mich voll gefreut, weil ich wollte nur was im Shop nachgucken. Und sie hat immer da so eine kleine Einzelbestellung. Und ich bin so, hä? Und dann, wenn ich das Handy in die Hände macht, das Pling. Das war so, hä? Stimmt's? Warum? Was? Nein. Habe ich ganz anders erlebt. Ja. Das heißt, die mache ich dann morgen fertig. Und ja, heute nicht mehr. Heute ist nicht mehr gut. Aber morgen. Morgen mache ich das fertig. Dann schicke ich die auch morgen gleich los und dann ist schön. Und ja, so sieht's aus. Jetzt gucke ich weiter Videos.